Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Ich habe endlich wieder Instagram. Kanal. Hallo. Freunde. Wow. 6 Tage lang im Instagram-Gefängnis war hart für mich, weil ich Es hat mir gefehlt, mit euch zu reden. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, was passiert ist, ob ich euch geblockt habe, was überhaupt alles geschehen ist. Es ist wieder da. Shoutout geht raus an Heiko von Instagram. Vielen herzlichen Dank. Ich bin aber heute mit euch hier gemeinsam, um Make-up zu testen. Denn ihr habt es mitbekommen, in den letzten Wochen gab es wieder einige Make-up-Launches. Und ich habe viele Produkte hier. Einige kennt ihr schon, ich habe dazu eine Meinung. Einige testen wir heute aber auch das erste Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bis zum Ende dran bleibt. Ich hoffe, es geht euch gut. Oh, es schneit. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid glücklich, hattet einen zauberhaften Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch in den nächsten 15 bis 20 Minuten ein bisschen Freude bereiten kann. Ich bin ein bisschen müde, ich bin gestern Abend spät aus Köln zurückgekommen. Wir hatten einen ganz fantastischen Dreh. Ich habe mich jetzt erstmal in Selbstquarantäne begeben aus Sicherheitsgründen und freue mich, mit euch jetzt was zu schminken. Ich habe einige Produkte von Purish wieder zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe sogar einen Code für 20% auf Dominique Cosmetics. Denn es gibt viele neue Produkte, vielleicht habt ihr diese schon bei Kati oder bei anderen meiner Kollegen gesehen, die ziemlich, ziemlich spannend sind und ich freue mich da riesig drauf. Ihr seht, ich habe außer Augenbrauen noch nicht wirklich was im Gesicht und wir starten auch gleich mit 2 Skincare-Produkten. Erinnert ihr euch, vor ungefähr einem Jahr oder einem Dreivierteljahr kam Dominique Cosmetics mit JD Wady 180, die macht wunderschöne Hautpflege. Sie ist Kosmetikerin, glaube ich, und sie macht so Hautpflegevideos mit Primer und Setting Spray raus. Ich habe es geliebt, aber irgendwas muss da passiert sein. Es gibt das Produkt mit JD Wady nicht mehr und sie haben es jetzt nochmal anders rausgebracht. Und hier ist der Blur and Moisture Serum Primer. Packaging sieht super schön aus. Das ist ein Primer, der mit Saliporin 8, was die Feuchtigkeitslevel der Haut bis zu 6000% erhöhen soll. Das ist eine steile These. Meine Haut ist so, ist gar nicht so trocken gerade. Egal, wir probieren es aus. Sieht einmal so aus. Der Code gilt natürlich auf alles von Dominique Cosmetics. Ich gebe mir erstmal so 2 Pumpstöße auf meine Hand. Der hat jetzt keinen eigenen Geruch. Ist eine milchige, gelartige Konsistenz. Und den trage ich mir jetzt erstmal hier im Gesicht auf. Also er riecht tatsächlich nicht. Hier auf der Stirn, die ich schön verstecken kann heute. Sehr, sehr gelartig. Fühlt sich sehr erfrischend an. Und ich finde es gut, dass die Duftstoffe nicht mehr drin sind. Also der andere von ihr, der roch ja so ein bisschen nach Honigmelone. Ich bin gar kein Fan von Melonenduft. Der hat mir aber gut gefallen, weil der nicht so penetrant war. Und wenn man den im Kühlschrank hat und dann im Sommer aufgetragen hat, war das wirklich gut. Das hier sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Also es zieht super schnell ein, ist sehr, sehr gelig und die Haut sieht ziemlich gut durchfeuchtet aus. Es gibt aber noch was anderes, was ich mir gleich oben rüber geben möchte. Ich mache das ja sehr, sehr gerne, ihr wisst das ja. Ein Setting Spray. Das ist das Ultra Hydrating Fine Mist, 118 ml, Mist to prep the face, also zum Vorbereiten, zum Setten oder zum Refreshen. Auch das kommt wieder in der Verpackung. Ich mag das Design von Dominique Cosmetics sehr, sehr gerne. Es ist super clean, super schlicht und die Farbe habe ich habe noch nie so eine Farbe gesehen. Es gibt ja entweder so Babyrosa, Mintfarben, so lila und das ist aber so ein Metallic Taupe. Sieht sehr schön aus, sehr hochwertig. Schüttel einmal gut. Auch hier keine Duftstoffe mit drin. Das andere hat auch gerochen. Sehr feiner Sprühnebel. Okay, also der Nebel ist toll. Das ist so ein Produkt, was man im Sommer immer haben sollte. Das ist auch nicht so teuer wie die von Rihanna beispielsweise. Und ihr habt hier natürlich eine Menge mit drin. Also das fühlt sich sehr gut an. Das wird ewig halten, weil ihr eigentlich nur 3 Pumpstöße braucht. Und jetzt seht ihr auch auf meiner Haut, dass das Ganze ziemlich gut durchfeuchtet aussieht. Wunderbar! Wir tragen die Foundation auf, Freunde. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, denn ihr wisst ja, in den letzten Wochen kamen sehr, sehr viele neue Foundations raus. Eine hat sich für mich aber so ein bisschen durchgesetzt in den letzten Tagen. Und das ist die Fenty One Drop East Drop Blurring Skin Tint Foundation. Sehr, sehr leichte Deckkraft, aber ausreichend. Ich benutze sie in der Farbe 9 und ich trage mir die jetzt auch als erstes mal mit der Hand auf. Schaut mal, die ist so weich, so zart und ich habe gesehen, dass einige sich die auch nachgekauft haben. Ich bin gespannt, wie ihr die findet. Falls ihr sie euch nachgekauft habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Gebt mir die erstmal mit der Hand auf
Und ihr seht sofort, hier an meiner Nase zum Beispiel ist das alles noch so ein bisschen gerötet vom langen Maskentragen gestern in der Bahn und am Set. Ist schon ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich nehme dann einen Pinsel und arbeite mir noch so ein bisschen mehr ein und dann kann ich auch diese Strokes mit rausnehmen. Die Farbe 9 passt bei mir gut. Ich hatte euch ja im Fenty-Video, falls ihr noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke, euch so ein, nicht so ein Formular, sondern so eine Darstellung gezeigt, welche Farben man nehmen kann, wenn man schon eine andere Fenty Foundation benutzt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Die Foundation ist toll. Ihr seht, leichte Deckkraft reicht jetzt. Okay, jetzt schneit es gerade, aber ansonsten haben wir ja schon April, Mitte April fast, gefühlt. Und dann wird es ja jetzt auch endlich bald mal wieder ein bisschen wärmer. Und ihr habt halt direkt diesen zarten Touch von Foundation. Und ich habe jetzt auch extra mal den Hydra-Visor von Fenty nicht mit runtergesetzt, damit ihr sehen könnt, dass auch ohne den die Foundation ziemlich natürlich aussieht. Also das ist eine Foundation, die vor allen Dingen jetzt für die Jahreszeit super gut ist. Und in Kombination mit dem Primer ist das eine super schöne Sache. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran natürlich. So seht ihr alles wieder schön. Ihr seht, die Haut sieht frisch aus. Und ihr habt eben gesehen, sie war schon ein bisschen irritiert von viel Make-up, was ich in den letzten Tagen getragen habe. Mit dem Primer und mit dem Spray ist es schön. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Spray rüber. Das ist ein kleiner Trick, den ich habe, wenn ihr wirklich langanhaltendes Make-up haben wollt. Zwischen den Schritten immer mit Setting Spray rübergehen. Das ist jetzt ja, ein Hydrating Spray. Sorgt einfach dafür, dass alles so ein bisschen feuchter wird. Also falls ihr Probleme mit trockenen Stellen habt, probiert es aus. Es wird wirklich, ihr seht, das ist alles wie, es ist feucht halt, ne? Einen neuen Concealer habe ich nicht, deswegen nehme ich wie immer hier meinen Kimchi Concealer und sette das Ganze mit einem meiner neuen Favoriten an Pudern. Das ist dieses neue Dior No Powder 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 Puder, also No Puder Puder, wie auch immer. Das ist, ich weiß nicht, ihr könnt das glaube ich in der Kamera nicht erkennen. Aber jetzt, wo ich schon so ein bisschen die oberste Schicht davon benutzt habe, sieht man auch richtig, dass das ganz, das kommt in der Kamera nicht rüber. Das ist wie feucht. Und also es sieht aus wie feucht. Das ist natürlich ein Puder und man sieht nicht, dass es ein Puder ist. Also der Claim, No Powder Powder, hat auf jeden Fall hingehauen. Und das ist genau das, was ich immer so gesucht habe. Ne? Dieses zarte, halbwegs gesettete Puder. Ich nehme jetzt einen Pinsel hier von Letizia, lade den Pinsel gut auf, weil da kommt nicht so viel runter. Also das heißt, es wird ewig halten im Vergleich zu dem Charlotte Tilbury-Ding. Das will ich euch jetzt nochmal zeigen, wo wir gerade hier sind. Das ist ja das Hollywood Flawless Filter Puder. Das Schätzchen ist 2 Monate nicht mal alt und ich benutze es ja nicht jeden Tag. Und ich habe schon Hit the Pen, weil das ziemlich viel Kickback hat. Jetzt habe ich es natürlich am Pinsel. Gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen lang mit. Und das ist ziemlich matt. Ich mache den Pinsel jetzt wieder sauber und gehe jetzt hier nochmal in das No Powder Powder. Das ist, hat gar kein Kickback. Das heißt, ihr müsst wirklich ein bisschen arbeiten, dass ihr was auf dem Pinsel habt. Und dann könnt ihr euch das direkt ins Gesicht geben. Und der Glow auf der Haut ist immer noch da. Aber es ist gesettet und das ist verrückt. Also das ist für viele, die wirklich auf dieses Wet Skin stehen, bestimmt eine schöne Sache. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber das wird lange halten, weil ihr halt nicht viel davon. Ihr bekommt nicht viel runter davon. Schön. Die Base sieht frisch und gesund aus. Wir machen weiter mit Neuheiten von Charlotte Tilbury. Denn die Gute hat Augenbrauenprodukte rausgebracht. 4 verschiedene. Ich habe ja jetzt schon mit Brow Freeze drauf. Es gibt hier einmal so ein Micro Precision Tinted Brow Tint. Also der hat ein bisschen Farbe mit drin. Dann gibt es 2 Augenbrauenstifte. Einen mit einer recht dicken Spitze, um grob zu malen. Aber was ich viel spannender finde, ist dieser Mini-Kleine. Packaging wieder extrem hochwertig. Ihr habt hinten Spoolie mit dran und vorne dann eine ganz, ganz kleine Spitze in, ja, ist es Regentropfen? Ist es Herz? Kann man nicht so sagen. Und damit könnt ihr wirklich sehr gut Härchen mit reinmalen und so lose Stellen auffüllen. Ohne, dass es halt zu aufgemalt aussieht. Ihr seht ja, da habe ich mich neulich sehr darüber gefreut, als jemand geschrieben hat, Maximus, es ist so schön zu sehen, wie deine Augenbrauen sich entwickelt haben. Von komplett ausgeschnitten zu Fluffy Brows. Ich bin auch im Moment ein ganz großer Fan von diesen weniger Produkte im Augenbrauenbereich, ist mehr Produkt im Augenbrauenbereich. Oder so. Also das ist ganz gut, weiß ich jetzt nicht. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen viel für ein Augenbrauenprodukt. Ich glaube, das kostet auch über 20 Euro. Ne?
braucht man nicht unbedingt. Wir gehen jetzt hier nochmal mit dem Tinted Brow Gel durch. Auch ein sehr, sehr feines Bürstchen. Das ist was für meine Jungs hier. Wenn ihr einen losen Bart habt, also so einen lückenhaften Bart hier, geht da einfach ein bisschen durch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, das ist das, was man braucht, weil sowas kriegst du halt auch günstig in der Drogerie. Das habe ich in der Drogerie noch nicht gefunden. Und auch die Qualität der Setting Sprays und Primer von Dominique Cosmetics, das ist krass. Jetzt mit dem Code nochmal, können wir auch nochmal kurz über diese Palette reden. Das ist ja mittlerweile eine meiner meistbenutzten Paletten überhaupt. Sehr schlicht, aber ihr könnt damit super viel machen. Diese Farbe ist perfekt zum Konturieren. Das sind wunderschöne Blushes. Das benutze ich nicht, aber auch hier, so dieser Bereich, seht ihr, der ist sehr durchgerockt, weil ich ihn für meine Augenbrauen benutze. Die Palette ist die größte Empfehlung, die ich dieses Jahr machen konnte. Die habt ihr ausverkauft. Ihr hattet sie zwischendurch bei Purish ausverkauft. Sie ist jetzt, glaube ich, wieder da. Ich setze sie euch nochmal unten mit rein, weil das ist wirklich absolut fantastisch. Es gibt aber noch eine andere Palette von Dominique und die ist neu. Und das ist die Get It Girl Pressed Pigment Palette. Never apologize for being a powerful woman. I stand. Schaut mal, das kann man so aufmachen und dann hochklappen. Ah, süß, hier steht was drin. Ich zeig's euch. Haltet das Video kurz an, dann könnt ihr es lesen. Könnt ihr es lesen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Okay, wir haben hier eine kleine Mini-Palette. Süß. Mit 6 Farben. Eine ist so eine Glitzerfarbe. Rainer, Schimmer und 4 matte Töne. Spiegel ist... sie ist sehr hochwertig. Das ist so ein bisschen vom Design her ähnlich wie die von Dior. Also dieses dreidimensionale Acryl. Und dann mit dem Logo da drin und hier oben nochmal raufgedruckt. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich mache den Spiegel einmal hier... Oh. Schönstes Gefühl, ne? Ich nehme mir jetzt hier einen fluffigen Blendepinsel, gehe nochmal hier kurz über meine Augen und starte mit Selfmade. Das ist so ein schönes Rosé und das stempel ich mir hier außen schon mal hin. Sehr schön. Ganz zarte Farbe für den Frühling. Das ist eine schöne Frühlingspalette. Das Pink ist krass, ne? Das benutzen wir gleich. Ich will jetzt aber erstmal so einen etwas alltagstauglicheren Look machen. Und dafür sind so diese Monochrom-Paletten immer perfekt, weil ihr halt einfach in einem Farbspiel bleiben könnt. Und dann ist auch bunt möglich für den Alltag, finde ich. Sobald ihr so eine Regenbogenpalette habt, finde ich, ist es immer sehr, sehr schwierig, Looks damit zu machen, die man auch im Alltag tragen kann. Sehr weiche Textur. Lässt sich perfekt ausblenden. Kaum Kickback. Und ihr seht, Pigment ist auf jeden Fall da. Selbst bei so einer hellen Farbe. Die kann ich mir auch toll als Blush vorstellen. Das probieren wir gleich aus. Ich nehme den Pinsel von eben, gehe hier so ein bisschen rein und dann setze ich mir das hier hin. Yes, ganz zart. Kommt natürlich immer auf den Pinsel drauf an. Also sowas mag ich gerne, wenn man so diese monochromen Frühlingslooks machen kann und dann einfach so eine Farbe hat, die man auch als Blush benutzen kann. Oh wow. Ich nehme mir einen angestrickten Blendepinsel und gehe in die Farbe Powerful Bitch. Demonetarisiert. Und setze mir die hier außen schon mal hin. Nee, wir geben die komplett aufs Lid. Oh, die ist ganz wie feucht, die Farbe. Auch sehr schön. Schaut mal, Deckkraft, zack, einmal rein. Fertig. So kleine Paletten. Wenn da nicht so 20 Farben drin sind und man erst überlegen muss, welche Farbe kann man mit welcher ausblenden. Ich bin großer Fan von diesen Themenpaletten, die einfach in derselben Farbkategorie sind, dann kann man sich auch ein paar mehr mal holen und dann die einfach auftragen und ihr habt immer einen schönen Look. Ich nehme mir jetzt hier so einen spitzen Pencilbrush und gehe ins Pink und setze mir das hier vorne hin. Sehr leuchtend, wow. Und ziehe mir das hier unten lang. Sehr pigmentiert. Und nehme dann die Farbe Empire. Das ist so ein silbriger Touch mit, ihr seht es, ein bisschen rosa. Und dann setze ich mir hier einfach vorne hin. Und dadurch habe ich eine komplett neue Farbe kreiert. Also ihr könnt mit so Schimmerfarben immer noch was anderes erzeugen. Wollen wir jetzt nochmal hier in das Glitzer rein? Butterweich. Es sieht aus wie Konfetti. Ah, nein! Okay, also das könnt ihr vorher benutzen, sonst habt ihr überall Glitzer. Wow! Neue Mascara. Neuer Favorit ist die Sky High Mascara. Ich liebe die. Weil die Wimpern so trennt, die macht tief schwarz, aber egal wie viele Schichten ihr rübergebt, ihr habt keine Spinnbeine. Ich hasse Spinnbeine. Wunderschön. Wow.
Okay, ich sehe aus wie ein kleiner schwuler Flamingo, der aus dem Wasser entstiegen ist. I love it. Wir haben noch was für die Lippen aus derselben Reihe. Das sind die Glosse. Lip Hydrating Lip Gloss Balsam. Einmal in der Farbe Peach Tea. Peachy. Und in der Farbe Strawberry Lemonade. Die Texturen von Dominique Cosmetics sind fantastisch. Ich swatche euch einmal kurz. Sind extrem pigmentiert. Hier ist Peach Tea und Strawberry. Was? Strawberry Lemonade haben wir einmal daneben. Ich trage mir jetzt mal einen Liquid Lipstick auf, dass wir eine schöne Grundlage haben. Ich werde immer wieder gefragt, Maxim, welche Farbe ist das? Mittlerweile darf ich auch drüber reden. Das ist ein Muster, ihr seht's, von einer Firma, mit der ich eigentlich zusammenarbeiten wollte, um Liquid Lipsticks rauszubringen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich entschieden habe, ich möchte das lieber in meiner eigenen Brand haben. Deswegen, das wird es so leider nicht geben. Ich liebe die Farbe, aber ich habe die selber angemischt und habe meine eigene Farbe kreiert und bin ein ganz großer Fan davon. Ich hoffe, dass ich die Farbe irgendwann nochmal über meine Brand rausbringen wollte, aber immer wenn, jetzt brauche ich ihn dann auch nicht mehr verstecken. Jetzt habe ich es euch einfach gesagt, das ist jetzt lang genug her, dass ich euch die Farbe vielleicht irgendwann mal über meine Marke zeigen kann. Das war einfach alles ein bisschen kompliziert. Vielleicht mache ich da irgendwann mal ein kleines Tea-Video. Okay, ist in der Quatschzeit einmal angetrocknet. Wir tragen jetzt die Farbe Peach Tea auf. Oh, es riecht gut. Super schön, super glossy. Keine Fäden. Wir sind noch nicht fertig. Wir tragen jetzt hier einmal noch ein bisschen Blush mehr auf. Dafür benutze ich diese nagelneue NARS Palette. Auch wunderschön. Ihr seht schon, ich habe die ziemlich gut benutzt jetzt in den letzten Tagen. Und ich gehe einfach immer so in alles zusammen. Spart wesentlich mehr Zeit und setze mir das einfach hier hin. Und dann habt ihr so einen wunderschönen Schimmerblush. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann sogar noch mit dem Bronzer so ein bisschen konturieren. Und dann habt ihr so einen Orangeton. Mega! Freunde! Richtig cool. Ah, nee. Wir wollen den frischen... Also das Spray, Freunde, wow. Ich liebe diesen Sprühnebel. Ich liebe es, dass der nicht riecht. Super fein, super zart. Und auch dieses Konfetti auf den Augen. Ne? Wenn ihr das, bevor ihr eure Base macht, auftragt, habt ihr ein super, super schönes Ergebnis. Sehr pigmentiert. Verhältnismäßig günstig für eine mehr oder weniger High-End-Marke. Und sie macht wirklich gute Produkte. Also das muss man sagen, ihr unterstützt damit eine Influencerin, die konsequent ohne Probleme öffentlich ist, meiner Meinung nach. Und das ist das, was wir im Moment in der Beauty-Community brauchen. Ich setze euch die Produkte alle unten mit hin. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich was mit dem Code sparen. Achtung, das ist kein Affiliate-Code. Also ich verdiene nichts daran, wenn ihr über diesen Code kauft. Es ist einfach nur für euch eine Möglichkeit, ein bisschen was zu sparen. Große Empfehlung, wenn euch hier von den neuen Produkten nichts gefallen hat und es die noch gibt, gönnt euch diese Palette, weil das ist die einzige Palette, die man noch braucht. Ich habe auch dazu ein Video gemacht. Auch das findet ihr einmal oben in dem i. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr heute mit dabei wart. Und vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr mir bei Instagram treu geblieben seid nach einer Woche ohne mich. Freunde, wir sehen uns ganz bald beim neuen Video wieder. Passt auf euch auf.